Das Backen ist ihm in die Wiege gelegt. Aber anders als sein Vater, sein Großvater und Urgroßvater wurde Christoph Schaub nicht Bäcker, sondern Chemiker von Beruf. Er weiß, dass es nicht nur die simplen Zutaten, sondern auch die richtige Chemie in einem Teig braucht. Vor allem das richtige Mehl. Es gibt scheinbar unendlich viele Sorten, aber sie sind alle in sogenannte Typen eingeteilt. Christoph Schaub backt heute für uns den perfekten Hefezopf und sagt, dass es dafür die perfekte Mehltype gibt. Nur welche? Die gängigsten sind das 405er Mehl, das deutsche Haushaltsmehl, das 550er oder das 1050er. Außerdem haben wir uns noch Vollkornmehl gewünscht. Das ist ein Versuch. Kann auch so sein, dass man sagt, oh, das schmeckt aber gar nicht, das passt nicht. Und das ist vielleicht eher so ja, sehr, sehr kompakt und fest dann. Ne? Das, ja. Da bin ich wirklich gespannt, wie wir das hinkriegen. Das 550er ist optimal, weil es einerseits ein helles Mehl ist, das will man beim Hefezopf haben, andererseits aber genug Eiweiß hat, sodass man nachher einen schönen, fluffigen, lockeren, aber auch langfaserigen Hefezopf hinkriegen. Nicht dieses, ein anderes Eiweiß ist gemeint bei der richtigen Konsistenz des Teigs. Nämlich der Eiweißgehalt im Mehl, das berühmte Gluten, das Klebeeiweiß. Es bildet ein Gerüst, während der Teig geknetet wird. Also beim Handkneten merkt man natürlich, wie der Teig sich entwickelt. Dass dann wirklich dieses Klebergerüst immer mehr entsteht und dann wird der Teig ballt sich dann zusammen. Und das kann man auch immer prüfen, indem man den so auseinanderzieht. Und je dünner ich den ziehen kann, ohne dass er reißt, je besser habe ich da schon durch das Kneten so ein Klebergerüst aufgebaut. Also je heller das Mehl ist, je weniger Wasser nimmt das auf. Und das heißt, der Teig mit dem 405er wird der klebrigste werden. Im Unterschied zum 405er jetzt das 550er Mehl. Christophs Favorit für den Hefezopf. Also was man schon, finde ich, jetzt ein bisschen merkt, vielleicht ist, dass es ein Tacken weniger feucht ist und weniger klebt. Der Teig fühlt sich ganz anders an. Er ist jetzt schon nach der gleichen Knetzeit, wie man sich einen Teig aus dem Bilderbuch vorstellt. Ne, hat schon so fast ein bisschen eine glatte Oberfläche, ein bisschen glänzend. Klebt eigentlich gar nicht an den Fingern. Ne? Und ich kann den jetzt, hat wirklich jetzt ein schönes Klebergerüst, wo ich den ganz dünn ziehen kann, schon bevor er reißt. Ne? Also eigentlich optimal. So soll das sein, sollte ich das auch mit dem 550er erwartet. Ne? Und das 1050er? Der ist viel anstrengender zu kneten, weil das 1050er nimmt noch mehr Wasser auf. Darauf ist der Teig jetzt echt noch deutlich fester. Der klebt überhaupt nicht mehr, ne? Weder an der Platte noch an den Händen. Also echt mit viel Kraft ziehen und dann fängt er dann auch an zu reißen. Ne? Zuletzt das Vollkornmehl, sehr untypisch für einen Hefezopf. Die gleiche Menge Mehl braucht mehr Flüssigkeit, bis ein formbarer Teig entsteht. Man sieht jetzt, also das ist viel grobere, wo man, hier, also dunkel, ne, wenn man die ganzen Schalenanteile hier jetzt drin hat. Ne. Wenn man jetzt ihn versuchen so zu ziehen, geht schon, ne, aber er reißt dann. Ne. Da verhindert jetzt auch dann die Kleie, die hier drin ist, dass der so ein tolles Klebergerüst ausbildet. Und das wird auch dann nachher dazu führen, wahrscheinlich, dass er halt einfach nicht so groß aufgeht. Das chemische Gerüst der vier Teige unterscheidet sich also je nach Mehltype, heißt, dass ihr Glutenanteil unterschiedlich ist. Beim 405er wird nur das Innere des Weizenkorns genutzt, dort steckt das meiste Klebeeiweiß drin. Im 550er ist ein größerer Teil des Mehlkörpers enthalten, bedeutet weniger Gluten, aber mehr Stabilität für helle Teige wie Brötchen oder unseren Hefezopf. Das 1050er Mehl hat einen höheren Schalenanteil. Das verringert den Glutengehalt dieser Type. Und beim Vollkornmehl wird das komplette Weizenkorn vermahlen. Es hat viele Ballaststoffe, aber geringe Klebereigenschaften. Alle vier Hefeteige müssen erst einmal ruhen. Mindestens 12 Stunden im Kühlschrank. Dann nicht mehr kneten, sonst geht das Klebegerüst kaputt. Flechten, mit Ei bestreichen, ein bisschen Deko und ab in den Ofen. Dann kann sich das Teiggerüst noch einmal so richtig entfalten. Immer ein bisschen anders, je nach Mehlsorte. Schmeckt man einen Unterschied? Ja, schöner Zopf. Mal probieren. Mhm. Lecker, schmeckt. Also was mir auffällt, vom Mundgefühl, die ballt ziemlich stark zusammen. Also wird schon, ist nicht optimal locker. Ne?
Guck mal einfach mal den 550er an, brechen mal den auf. Vom Volumen her wirkt er noch lockerer. Und das ist hier wie Watte, die Fasern hier. Das ist das, was für meinen Geschmack einen optimalen Hefezopf ausmacht. Ne? So, dann gehen wir zum 1050er. Die Fasern sind nicht so lang. Ne? Er ist kurzfaseriger hier. Ne? Und man sieht es auch natürlich schon ein bisschen an der Krumenfarbe. Das ist schon gelb. Da kommt so ein Grauton rein. Jetzt kommt das Vollkorn-Experiment. Sehr viel kompakter. Ne? Er ist schon auch aufgegangen, ne? Aber deutlich geringeres Volumen. Der reißt halt auch viel schneller. Ne? Aber es ist schon auch ein lockerer Zopf geworden. Also da bin ich bin da eher positiv überrascht. Wenn es da so frisch ist, gar nicht schlecht. Aber ungewöhnlich. Für Christoph Schaub ist der Hefezopf mit dem 550er Mehl der perfekte. Würden wir beim nächsten Mal aber Weihnachtsplätze mit ihm backen, würde er eine andere Mehltype präferieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Ui, das war spannend. Findet ihr auch? Dann lasst uns in den Kommentaren an euren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von uns. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Glocke.